Hallo zum zweiten Teil des Java-Tutorials. Heute geht es um Variablen und Operationen und Möglichkeiten, Daten zu speichern. Und da gibt es eigentlich eine ganze Menge davon. Und als erstes werden wir beginnen mit dem Integer. Der Integer ist ein Grundwert, ein Zahlenwert in diesem Fall. Und in ihm werden ganzzahlige Zahlen, also Zahlen ohne Kommastellen, gespeichert. Das wird gemacht. Eine Variable wird immer initialisiert, indem man zuerst den Typ schreibt, also in diesem Fall int für Integer, dann den Namen der Variable, in diesem Fall a, danach ein ist gleich, um es gleichzusetzen, und einen Wert, hier nehme ich mal 15. Nummernwerte werden immer geschrieben mit Zahlen, ganz normal Zahlen. Stringwerte, also Textwerte, werden in Klammern geschrieben. Und die komplexen Zahlenwerte, also Double und Float, werden mit Kommas, also Punkten, geschrieben. Und bei einem Float eben noch ein F hinten dran. Das wäre dann, also das kommt halt eben später noch. Das nächste ist String. Das wird eben auch zugewiesen mit dem Schlüsselwort String. Hier immer groß geschrieben, klein funktioniert es nicht. Dem Namen der Variable. Das kann eben auch länger sein als ein Buchstabe. Zum Beispiel so. Und wieder gleichgestellt mit dem ist gleich und dem Wert. Das ist ein Textwert immer in Anführungszeichen. Um einzelne Buchstaben zu speichern, benutzt man einen Char für Character und den schreibt man mit einfachen Anführungszeichen, also nicht den doppelten, sondern einfachen. Um Kommazahlen, also nicht reelle Zahlen, zu speichern, benutzt man entweder Double. Die weist man so zu, mit einem 0.005 zum Beispiel, oder Float. Da kommt ein F hinten dran. Und das waren eigentlich die hauptsächlichen Datenspeicherungsmethoden, um zwei Integers miteinander zu addieren und einen dritten zu erzeugen. Weisen wir zuerst die drei zu. A ist 15, B ist 5 und C hat eben in diesem Fall keinen Wert. Und wir müssen jetzt, können entweder so machen, gleich während der Zuweisung A plus B, ganz normal A plus B schreiben. Oder, im Moment nochmal nicht zuweisen und erst später C ist A plus B. Das heißt, Variablen können auch zuerst erstellt werden und dann zugewiesen. Man könnte jetzt auch zum Beispiel, also wenn man jetzt das ausgibt, system.out.println c, steht hier 20. Und ich könnte aber jetzt auch noch a ist 20 und da steht da 25, weil a nochmal zugewiesen wurde zu einem neuen Wert. Um zwei Strings hintereinander anzufügen, kann man eben dasselbe machen. C ist gleich A plus B. Aber da muss man aufpassen. Das Programm erstellt nicht automatisch Abstände zwischen zwei Wörtern beim Addieren. Das heißt, wenn ich jetzt das ausgeben würde, dann würde er schreiben Hello World zusammen und nicht auseinander. Da muss man dann entweder hier einen Abstand einfügen, sieht dann so aus, oder gleich im String einen Abstand hinzufügen, sieht dann eben genauso aus.
Es gibt auch vorgefertigte Operatoren-Gleichsetzungszeichen. Das ist jetzt, wenn ich zum Beispiel habe einen Integer, der den Wert 5 hat, kann ich da zuweisen, ohne weitere Variablen zu erstellen, indem ich einfach mache i plus ist gleich 1, das wäre entsprechend i ist gleich i plus 1. Und dann gibt es auch noch mal gleich, durch gleich und minus gleich. Und wenn ich das ausgebe, sollte da 0 rauskommen. Ja. Weil i plus 1 ist 6, i mal 3 ist 9, 18, i durch 9 ist 2 und i minus 2 ist 0. Bei Strings funktioniert das nur mit Plus ist gleich, die anderen gehen nicht, weil wenn man zwei Textstellen miteinander multipliziert, macht das nicht wirklich Sinn. Und da kann man dann zum Beispiel auch machen, dass man zu einem String ohne Abstand einen Abstand hinzufügt. Und da kommt dann eben auch das hier raus. Das war's auch heute schon wieder mit dem Java-Tutorial und wir sehen uns nächstes Mal.